Hallo, mein kleinen Wölfchens. Willkommen zu Dead by Daylight und zum 17. Teil meiner Reihe der geschickten Überlebenden. Heute ist Ashley dran. Und zwar mit seinen drei eigenen Perks: mit Flipflop, Anschnallen und Eifer der Menschen. Mit Eifer der Menschen kann ich, wenn ich drei Schutztreffer eingesteckt habe, quasi, dann wird das Perk aktiviert. Und wenn der aktiv ist, versetzt mich der nächste Schlag. Wenn ich verletzt bin, also ich muss verletzt sein quasi, kriege ich wie so eine Art Konditionsstatus. Also ich bin dann quasi nicht am Boden, also ich bin dann nicht im Todesstatus, sondern ich habe dann einen Konditionsstatus, wenn ich jetzt nicht ganz irre. Ich weiß nicht, ob ich mich melden muss. Danach steht da jetzt nichts dran zumindest. Na, mal gucken, vielleicht kriege ich es ja zum Laufen. Genau, und wenn ich dann mich zum dann einem Erfolg geheilt habe, sieht der Killer meine Aura in der Entfernung von 16 Metern. Und das Perk wird aber deaktiviert, wenn ich dann das nächste Mal in den Todesstatus komme. Also wenn, ja, aus welchen Gründen auch immer, ich dann am Boden liege, dann ist das Perk deaktiviert und erhöht die Chance, dass ich zur Besessenheit werde. Aber ist ja eigentlich nicht so relevant jetzt dafür. Auf jeden Fall, wenn ich drei Schutz Treffer eingesteckt habe und dann einen vierten Hit kassieren würde, während ich verletzt bin, bin ich quasi nicht im Todesstatus. So, ich hoffe, das hat man jetzt so verstanden. Ich bin ziemlich schlecht im Erklären. dann habe ich noch Anschnallen. Wenn ein Überlebender, also nicht ich, sondern einer von meinen Teammates auf dem Boden liegt, dann kann ich anhand der Intensität seiner Aura sehen, wie weit er sich hochgeheilt hat, also in der Entfernung von 48 Metern. Steht es halt nicht da, wie weit ich dann sehe, wann der Folge halt ist. Ich glaube, erst ist die Aura eben rot. Und je weit höher geht, desto weißer wird, glaube ich, die Aura. Das weiß ich jetzt nicht so ganz. Das sehen wir hoffentlich in der Runde. Und wenn ich dann einen Überlebenden aufgeheilt habe, können sowohl ich als auch der geheilte Überlebende, den ich hochgeholt habe, die Aura des Killers für 10 Sekunden sehen. Wie effektiv das ist, sehen wir dann in der Runde, hoffentlich. Mal gucken, ob wir es zum Laufen kriegen. So, und dann Flipflop. Wenn ich am Boden liege und mich hochheile auf dem Boden, dann werden 50% meines Erholungsfortschritts in Wiggle-Fortschritt umgesetzt. Also es ist schon krass. Also wenn ich es schaffe, mich komplett hochzuheilen am Boden, werden 50% davon auf meinen Wiggle-Fortschritt eben. Dann bin ich quasi schon zu 50% freigewickelt. Und wenn dann zufälligerweise keine Haken in der Nähe sind oder sowas, dann kann ich mich vielleicht auch freiwickeln. Mal schauen, ob das Ganze so funktioniert. Gerade die zwei sind nicht so einfach zum Laufen zu kriegen, vor allem das hier. Ich habe jetzt auch leider kein besseres Medikit und keine besseren Add-ons, um mich öfters hochheilen zu können. Aber gut, genug Gequatsch. Suchen wir mal eine Runde und dann würde ich sagen, bis gleich. So, da sind wir im Westflügel von Raccoon City. Ein Überlebender hat sich hier die Map gewünscht. Mal schauen, ich gehe einfach mal da lang. Siegerin, oder? Ich mache jetzt einfach mal das Totem weg. Vielleicht ist es Wiegenlied, vielleicht ist es verteufelter Boden, vielleicht ist es aber auch irgendwas ganz anderes. Ich habe keine Ahnung, was das war. Ich glaube, von der Musik her war es eine Legion, oder? Also meine ich. Ich komme mir gerade ein bisschen nutzlos vor. Da habe ich gerade jemanden weggehen sehen. Die Frage ist nur, wo? Ich gehe jetzt einfach mal hier nach unten. Auf jeden Fall hatte der jetzt irgendeinen Fluchttotem gehabt. Und Thanatophobie hat er. Ja, ich sehe die Aura. Ah ja, da die Ada wahrscheinlich hat Verwandten.
ist ein eigenes Perk von ihr. Finde ich sehr cool. Das macht ihr ja auch, ihr Adept. Und da sehe ich jetzt die Aura von dem Überlebenden, der auf dem Boden liegt. Geht da mir nach. Oh ja, okay. Hat ein cooles Outfit. Ein richtig cooles Outfit. Ja, ich gehe dann mal kurz nach da oben. Okay, geht mir nicht weiter nach, oder? Nee. Na gut, die erste Jagd haben wir schon hinter uns. Dann gehe ich jetzt mal hier lang. Da ist doch bestimmt auch ein Generator. Nein, okay. Huch, da hat es jetzt kurz geleckt. Würde ich sagen, gehe ich doch wieder. Nee, ich gehe mal da hoch. Ach, er hat irgendwas mit. Hat er Blutecho? Weil die waren jetzt hier, ist es jetzt gebrochen oder ist das ein Addon von der Legion? Ich weiß jetzt gerade nicht. Na gut. Da ist wieder Verwandten drauf. Ja. Der Chain ist durch, sehr schön. Ich würde jetzt gerne erstmal hier bleiben. Ich glaube, die waren noch zu zweit mindestens da unten, oder? Ich glaube, da wurde gerettet. Okay, da wurde abgefahren vielmehr. Der wird aufgehoben. Jetzt hängt der David. Die wechseln sich da unten gerade irgendwie so ein bisschen ab. Kommt zu mir, oder? Ich bin mir nicht so ganz sicher. Okay. Der andere wird auch schon wieder aufgehoben. Noch zu viel Herzschlag hier. Jetzt wird es weniger. Ich gehe jetzt schnell retten, wollte ich sagen. So, komm. Warte mal, da ist doch irgendwo, oder? Nee. Du willst jetzt aber nicht, dass ich dich heile, oder? Oh. Komm, mach den Chen, ja, bitte. Kann natürlich auch sein, dass er Uneinigkeit hat, ne? Das wird man jetzt merken. Mein Herzschlag war kurz da nicht. Ja, okay, dann heil ich dich heil. Ist okay. Mal wegen Tana, ja gut. Aber gegen Nietzsche ist halt natürlich. So, das war knapp. So. Ich könnte mir vorstellen, dass der Dings dabei hatte. Aufgezählte Hoffnung oder sowas. Vielleicht Herzschlag gehabt. Ich mache einfach mal sicherheitshalber ein paar Totems weg. Ist da noch irgendwo ein Gen? Nein. Dann gehe ich jetzt mal kurz unten lang. Okay. Müsste jetzt eigentlich noch der Chen hier sein? Ne, der Chen ist fertig, okay. Oh.
fertig. Boah, die Frage, guckt er zu mir oder nicht? Aber... Okay, hier oben ist noch ein Gem. Da müsste eigentlich im Hof draußen auch noch ein Gem sein, meine ich. Also quasi hier draußen, wenn man draußen langläuft. Ja, da hat Blutecho, oder? Nee, ist doch vielleicht. Das ist irgendein Addon. Er geht nach hinten weg. Also in den Hof da. Dann gehe ich jetzt da lang. Bitteschön. Boah, ich heile dich jetzt nicht, Mädel. Das dauert doch viel zu lange. Ich brauche einen Gen-Fortschritt. Oh. Nicht, wenn David in unsere Richtung rennt. Hier draußen ist ja kein Gen, ne? Hier noch ein Chen? Nee. Moment, von hier ist noch ein Chen. Okay. Also hier, da oben und raus im Hof scheinbar. So, ein Chen muss noch gemacht werden. Er hat beweise dich. Oh mein Gott. Ja gut, ist okay, so ist beweise dich ein bisschen effektiver. Da ganz hinten. Aber es ist wirklich so, also die Aura ist erst rot und je mehr hochgeheilt ist, desto weißer wird sie. Jetzt beweise dich hier. Sie ist tot. Ich weiß nicht, ob er Barbecue hat. Ich meine, in der Zeit hätte man den Chen bestimmt schon... Ja. Klingt überhaupt nicht, sich zu heilen, Leute. Wirklich so gar nicht. Wow. Entschuldigung. Vorbeigehauen. Eieiei, was eine Runde, ey. Aber durch dieses ewige Aufhalten. Ich weiß, Tama nervt, aber. Komm zu mir. Den renne ich jetzt so weit, wie es geht, weg vom. Okay, okay. Ich meine, die Palette ist halt sehr unsicher. Was? Ich kann über die Ding schlagen? Okay, krass. Und jetzt bleibt der da hinten stumpf sitzen und macht den Gen, oder was? Anstatt zu helfen. Ich hab gesehen, mein Mittelfortschritt war ein bisschen erhöht. Ob der mir helfen kommt oder ob der jetzt hier stumpf durchzieht. Ich bezweifle irgendwie, dass ich noch gerettet werde. Ich bezweifle das. Na, jetzt weiß Legion, wo er ist. Ich bin mal gespannt. Ich mache jetzt mal keine Befreiungsversuche. Oder doch? Er macht halt gar nichts. Hallo. Tut mir leid, wenn ich mich jetzt ein bisschen aufrege, aber
Oh Junge. Okay. Ah, der hat bei mir zu früh geschlagen. Ich bin nicht, gedingst, weiß schon, was ich meine. So, ich heile mich jetzt einmal. Dafür habe ich ja mein Medikit. Oder auch nicht. Ich wollte gerade sagen, kann auch sein, dass ich dem voll reinrenne. So. So, ich gehe jetzt mal hier in den Ausgang. Ich glaube, dass der David noch... Ne, der meldet sich. Könnte sehr knapp werden. Aber ich werde aufmachen, weil ich nicht weiß, wo er ist. Okay, da liegt er hinten. Dann gehe ich lieber, bevor Blutwächter ausfliegt. Aber hey, ich habe den geschickten Ash und ich hatte das Archiv tatsächlich noch nicht. Das seht ihr jetzt, glaube ich, nur leider nicht in meinem Bildschirm. Aber, gucken, ja, da wird aufgehängt. Okay. Bin mal gespannt, was die Legion für Perks hatte. Ja, Uneinigkeit, dachte ich mir irgendwie verblüffen. Ach, das Blutgunst, war Blutgunst, was ich weggemacht habe. Und Tana, genau, das wusste man ja. Das dachte ich mir fast. Das habe ich nie gemerkt und das auch nicht. Habe ich ja direkt am Anfang rausgenommen. Na gut, dann hoffe ich mal, dass der Rund euch gefallen hat. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao.